Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wie man sieht, bin ich wieder zurück bei der, hier am Eingang von der Höhle. Ja, ich habe jetzt nochmal geschaut, aber offensichtlich habe ich einfach nur irgendetwas verbockt. Also ich versuche mich mal weiter darin, einfach nur hier die Wachen so abzumurksen. Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, fail. Ich habe nicht aufgepasst. Okay, das war Brain Fart. Nochmal. Warum könnt ihr nicht einfach von selber in das Licht reinrennen? So, ich glaube, das waren alle. So. Ah. Okay. Also hier stand jetzt als Tipp, dass man alles machen soll, außer den Sprungknopf zu benutzen. So. Nein! Also sowas ganz offensichtlich gedacht, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich bin nur... Ah doch, war richtig. Ha.
Okay. Also ich will nicht in das Licht rein. Hoppla. Okay. Also ist zumindest klar, wie es gemeint ist. So, das ist, okay. Also nochmal. So, hier. Zack, duck, 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 duck. Duck. So. So viel ist klar. Dann müssen wir nur noch diesen behinderten Licht ausweichen. So, ich habe die Plattform erreicht. Okay, und jetzt muss ich hier wohl von Säule zu Säule irgendwie. So. Dann muss ich von hier aus wohl da drauf. Und... Nein. Und das war's nicht. Ah. Nein, ich muss wieder von hier anfangen. Willst du mich verarschen? Ach Gott, okay. Also nochmal. So. Hier warten. Oben, darum, weil hier kein Licht hinkommt, ist uns das alles scheißegal. Hier kurz warten. Zack.
Hier kommt wieder kein Licht hin. Ergo ist uns alles scheißegal. Dann geht's hier nach oben. So. Der Teil ist einfach. Peppa. Peppa. Ich bin so hohl. Alter. Ich würde mich gerade so unglaublich gerne selber umbringen gehen. Warum bin ich nur so scheiße unfähig dazu? Wir hätten uns zusammentun können, Edward. Wir hätten die Macht übernehmen können und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Es steckt so viel Potenzial in. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht hast. Was ich dir zeigen kann. Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen überschreiten. Jo. Nee, soweit war ich schon mal. Das bringt nichts. Ah! Okay. Nein, von da. Das ist nicht richtig. Ja, Mann! Ach, Gott, falsche Taste.
Boah, ich bin jetzt echt genervt. Wenigstens ist hier... wenigstens dieser Abschnitt hier nicht so ewig lang. So. Captain Kenway, immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übel wett, als ich selbst dir beging. Nun, daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher, jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja, nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Torres hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes utupila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich aber. Erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Gut, mal wieder nur 80%, aber egal. Torres ist tot. Sehr gut. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es hier weiter. Und ja, bis dahin. Ciao. Let's go.